Hallo lieber Skorpion, herzlich willkommen bei Imbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Der Hierophant hier. Da winkt dir eine neue Verpflichtung entgegen, okay? Der Hierophant steht für neue Glaubenssätze, neue Rahmen, neue Unterordnung, neue Konstellation, ja, dem man sich widmet sozusagen, dass man als das nächsthöhere im Leben sieht, okay? Da winkt dir ein neuer Job, eine neue Beziehung. Neue Freundschaften winken dir da entgegen, Skorpion. Okay, schauen wir mal. Du wirst dann laut lachen haben. Okay, der Turm, umgekehrt. Ist eine Skorpionkarte. Okay, so sieht's aus, so sieht's gerade aus. Ja, ist ein Donnerschlag. Und so sieht es umgekehrt aus. So wie es aussieht, versuchst du momentan eine Katastrophe zu vermeiden. Es gibt hier etwas, das du in dich hineinfrisst, Skorpion, und du stehst kurz davor zu platzen. Okay. Es ist eine Orgasmuskarte. Die Turmkarte stellt den Orgasmus dar. Und das ist wie wenn du den Orgasmus, ja, stell dir vor, wie du deinen Orgasmus ständig hinauszögern würdest. Wie du dich dann dabei fühlst, ja, das ist sehr stressig, das ist eben sehr, ist wie ein Vulkan, das dann aber umso schlimmer danach platzen wird, okay, wenn du es hier weiterhin so runterschluckst, musst du dich dann auch darauf gefasst machen, dass du dann später, ja, auch ein bisschen zerstörerisch die aktuelle, nicht zufriedenstellende Situation aufheben wirst, okay. Auf eine zerstörerische Art und Weise. Momentan schluckst du runter. Ritter der Münzen, gehst deinen Pflichten nach. Okay. Es kackt dich an, dies zu tun, jenes zu tun, ja, das zu erledigen, jenes zu erledigen, das nachzureichen, das abzuliefern. Es kackt dich an. Und du stehst kurz vor dem Platzen. Okay. Dein Pflichtbewusstsein, Skorpion, hält dich momentan davon ab, hier etwas abzubrechen. Okay, eigentlich möchtest du hier etwas abbrechen, aber nein, ich bin zu pflichtbewusst, ich bin zu stolz, um hier nicht weiterhin zu liefern. Ja, professionell weiter zu liefern und mein Wort zu halten. Okay, die Weltkarte. Und dann endet das. Okay, das endet. Dieser Ort, diese Freundschaft, diese Beziehung, dieser Job, diese Familienkonstellation, was auch immer das ist, wo du durchhalten musst, wo du alles in dich hineinfressen musst, das wird hier enden. Und das, ja, schau mal, das ist eine orgasmische Karte hier bei diesen Karten. Ja, man sieht hier all diese Strahlen, die von ihr ausgehen und sie ist total happy und fliegt, ja, oder leichtfüßig fliegt sie da umher. Und der Abschluss hier kommt, okay, es scheint hier bei irgendetwas, scheint es eine Deadline zu geben, du hast dich mal irgendwann mal dafür verpflichtet, du hast gesagt, jawohl, wir sind jetzt zusammen oder jawohl, ich mache diesen Job oder okay, ich übernehme dies und jenes, hast dann im Nachhinein verstanden, dass es hier Kopfdeckel ganz vieles gibt, das dir gar nicht gefällt, musst hier aber bis zu diesem Deadline sozusagen die Füße stillhalten, okay. Oh, Ass der Kelche, Rat des Schicksals hier, universelles Timing. Hast du schon mal erlebt, dass eine Rose, wenn da ein Rosenbeet ist, ja, hast du schon mal ein Rosenbeet gesehen, wo die Knospen sich noch in der Entstehung befinden und du und dann, oder, und dann eine einzige Rose schon aufgeblüht ist. Hast du schon mal gesehen? Oder hast du mal oder da nachgeschaut online, oder wann die Sonne aufgeht und da stand dann 6:25 Uhr geht die Sonne auf. Hast du dann erlebt, dass die Sonne um 5:20 Uhr überraschenderweise aufgeht? Nein.
alles zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Es gibt das universelle Timing. Es kommt immer alles genau zum richtigen Zeitpunkt. Und hier diese neue Möglichkeit in der Liebe hier, Rat des Schicksals, kommt genau dann, wenn du auch empfänglich dafür bist. Viele schauen hier Tarotkartenlegungen an, weil sie das haben möchten, ein Neubeginn in der Liebe. Aber sehen würdet ihr es gar nicht, fühlen würdet ihr es gar nicht. Ihr seid momentan so, ihr seid momentan gar nicht in der Lage, da Feuer zu fangen für jemanden, weil ihr momentan voll unter Druck steht, in Bezug auf eine Situation, wo ihr sehr unzufrieden seid und die Füße stillhalten müsst. Okay. Fünf der Schwerter hier rund. Ja, es herrscht hier Gefahr, dass du hier vielleicht etwas übersiehst. Ne? Es herrscht hier die Gefahr. Weißt du, was die Sache sein wird? Siehst du hier diese Körperhaltung? Warte, hier muss ich noch anpassen. Schau mal hier. Schau mal. Siehst du hier deine Körperhaltung? Ne? Es ist jetzt zu Ende, es ist jetzt vorbei, du bist jetzt frei, ja? Du bist jetzt frei für alles, frei für die Liebe, frei für neue Kontakte, frei für neue Beziehungen, neue Flirts, neue Gesichter, aber mit dem Kopf könntest du hier das Fünfte der Schwerter immer noch in der Vergangenheit sein und mit verschlossenen Augen dann hier diese Gelegenheit verpassen, Skorpion. Wir werden jetzt schauen, was hier genau los ist, was hier genau passieren wird. Okay, ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Skorpion, werde ich fragen, was du hier vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird, beziehungsweise wann ihr aufeinandertreffen werdet. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.